Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Schmuckenschlager. Frau Bundesministerin, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! Wir beschließen heute nach vielen Klimaschutzgesetzen, die wir hier herinnen schon gemeinsam beschlossen haben, ein weiteres Klimaschutzgesetz in der Form des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes. Und es ist auch absolut an der Zeit. Wir haben es vorher gehört, am 3.3. haben wir wieder weltweite Klimastreik. Menschen gehen auf die Straße, um aufmerksam darauf zu machen, auf dieses globale Thema. Und die nationalen Staaten müssen die Antworten finden. Und oft wird kritisiert, dass wir in Österreich kein Klimaschutzgesetz haben. Und vorher haben wir es auch in einer Debatte gehört, der weltweite Klimastreik ist, weil in Österreich kein Klimaschutzgesetz ist. Also das ist ein bisschen eine Übertreibung, würde ich fast sagen. Und wir sehen ja mit den Einzelmaßnahmen, die wir umsetzen, wie viel wir machen. Und wir zeigen hier wirklich auch Vorreiterrolle innerhalb Europas, aber auch darüber hinaus. Und ich glaube, wir müssen aber auch diese gesamten Themen genau betrachten und uns ansehen, was steckt dahinter und wo gehen wir in welche Richtung. Und welche Verantwortung haben auch viele Proponenten all dieser Bewegungen. Und wenn ich an Greta Thunberg denke, die in der Vergangenheit, in der kürzeren, mit ein paar fragwürdigen Auftritten, pro Atom, Aktion gegen Windräder und eine sehr medienwirksame, eigenartige Aktion in Lützenrath in Deutschland, wo ich sage, das ist nicht immer dienlich der Sache, denn wir müssen die gesamte Frage des Klimawandels, Reduktion CO2 und hin zu erneuerbaren Energien, absolut Technologie offen diskutieren und dürfen hier wirklich nichts ausschließen, um wirklich die Ziele letztendlich zu erreichen. Und der hohe Anspruch vom Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ist es ja letztendlich, nicht Naturschutz versus Klimaschutz zu sehen, sondern das Ganze miteinander zusammenzubringen, hier wirklich auch die Interessen zu erkennen, aber vor allem auch letztendlich Rechte zu wahren. Und ich möchte nur eines sagen, weil vorher das Bild mit den Windrädern aus typischerweise komisch ein Zufall aus Kärnten gezeigt wurde und die große Angst ist, wie viele Bäume dafür geschlagen wurden, dass hier ein Windrad stehen kann. Na bitte, dann machen wir das nicht, dann machen wir weiter so, aber dann darf ich Sie recht herzlich einladen, wenn Sie so eine Sorge um den Wald haben seitens der Freiheitlichen Fraktion, kommen Sie ins Waldviertel, schauen Sie sich das Klimaopfer Wald im Waldviertel an, wo wir mit den Borkenkäfer-Kalamitäten aufgrund des Klimawandels enorme Einbußen in den gesamten Landstrich haben, das geht bis ins Müllviertel hinauf, also dort sind schon mehr Bäume gefallen, als jemals durch ein Windrad Bäume fallen werden. Also bitte bleiben Sie doch realistisch. Sie sollten nicht eines gegen das andere ausspielen und genau das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz macht das. Rechte zu wahren von den verschiedensten Beteiligten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem mit dem großen Ziel, Beschleunigung zu bekommen, um schneller bei Verfahren zu sein und vor allem bei den klimarelevanten Maßnahmen hier schneller unterwegs zu sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier das Prinzip der Subsidiarität wahren, dass vor Ort natürlich entschieden wird, dass hier die volle Parteienstellung für die Gemeinden weiterhin gegeben wird und dass hier auch entsprechend der Flächenwidmung natürlich vorgegangen wird. Wir brauchen Beschleunigung, wir müssen den Motor sozusagen einschalten, das machen wir mit diesem Gesetz und ich bin froh, dass es viele Parteien hier herinnen tragen. Und es wird oft gesprochen, wenn die vernünftigeren Kräfte in diesem Parlament gemeinsam etwas beschließen, dann ist es die Einheitspartei. Ich würde es eher umdrehen. Wer meistens dagegen ist, wenn es um die Zukunft geht, das ist die Einheitspartei der Freiheitlichen. Denn sie stellen sich gegen den Fortschritt, sie stellen sich gegen die Bevölkerung. Und das ist etwas, wo ich Ihnen ganz ehrlich sagen muss, Populismus ist immer eine kurzlebige Sache. Freuen Sie sich über den jetzigen Zuspruch, den Sie haben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nachhaltig ist diese Politik nicht.